Servus, herzlich willkommen bei CSR Automotive. Heute zeige ich euch, wie Tuning erstens mal einfach sein kann, aber auch verdammt flexibel. Wie das Ganze genau aussieht, seht ihr nach dem Intro. Ich habe heute für euch eine Gummilippe dabei. Eine Gummilippe, die bei uns die Easy-to-Tune-Lippe ist. Hier habt ihr natürlich ganz klar den Vorteil, dass ihr so ein optisches Tuning am Fahrzeug durchführen könnt, ohne groß Aufwand zu haben. Zum Beispiel, ihr habt vielleicht ein Fahrzeug, wo es noch keine Anbauteile von uns gibt. Kleiner Seitenhieb dagegen, bewerbt euch bei uns, weil wir suchen immer wieder Fahrzeuge für die Produktentwicklung. Oder ihr habt vielleicht sogar auch schon Anbauteile verbaut und sagt, ah, so ein bisschen tiefer könnte es noch sein, dann habt ihr hier auch nochmal eine sehr gute Option damit. Wir bieten unsere Easy-to-Tune-Lippe in drei verschiedene Farben an. Einmal hier in einem Schwarzton, dann haben wir noch eine Carbon-Optik und einmal ein Rot, was zum Beispiel auch sehr schön für schwarze Autos natürlich zur Geltung kommt. Vom Einsatzbereich her ist das Ganze natürlich auch nicht nur für die Front gedacht, sondern ihr könnt natürlich auch hier die Seitenschweller etwas verschönern oder auch einen Heckflügel, einen Diffusor draus generieren. Also die Einsatzmöglichkeiten sind hier echt enorm und vor allem ihr habt so viele Vorteile dabei. Zum einen natürlich, dass wir auch für dieses Bauteil eine ABE mitliefern. Gegenüber dem Wettbewerb auch hier nochmal ein ganz klarer Vorteil, weil was ihr habt, habt ihr und dann könnt ihr schon mal keine Probleme beim TÜV oder bei der Polizeikontrolle bekommen. Ebenso bieten wir auch noch Halter mit an. Die könnt ihr auch bei uns im Shop erwerben. Da geht es halt hauptsächlich darum, wenn ihr eine gewisse Steifigkeit realisieren wollt, weil das Material natürlich flexibel ist oder wenn ihr gerade an Kanten und Eckbereichen arbeitet. Ne? Weil wie ihr sehen könnt, das Material, wenn man es einfach knicke, ist dann, sage ich mal, mit einer Rundung versehen. Hier könnt ihr auch einen gewissere, spitzere Winkel einfach damit optimieren und das Ganze. Aber wie einfach das Ganze ist, zeige ich euch am besten am Fahrzeug. Dafür haben wir heute einen Mazda 3 MPS, der in geraumer Zukunft auch von uns ein paar Anbauteile kriegt. Aber die Besitzerin wollte nicht so lange warten, deswegen habe ich sie mit unserer Easy-to-Tune-Lippe überzeugen können. Und ich zeige euch jetzt, wie leicht man das Ganze anbauen kann. Hier können wir jetzt zum Beispiel ganz gut sehen, dass wir ein kleines Hindernis haben. Und zwar ist hier werkseitig eine kleine Kunststofflippe verbaut. Wir brauchen aber natürlich einen guten Haltepunkt für unser Klebeband und deswegen muss hier die Originallippe weg, weil das hier darunter setze, sieht auch nicht toll aus. Dann haben wir Lippe auf Lippe auf Lippe. Irgendwann können wir da ein Sandwich draus bauen. Somit mache ich jetzt erstmal hier die Kunststofflippe weg und dann zeige ich euch, wie man das montiert. Ich habe jetzt die Übeltäter hier in der Hand und die können wir zur Seite legen. Und jetzt seht ihr hier genau, was ich gemeint habe. Einmal hier entlang haben wir jetzt eine schöne Fläche, damit wir hier das Klebeband ordentlich andrücken können. Wichtig ist natürlich jetzt bei solchen Wettertemperaturen, achtet darauf, dass wir zumindest mal 15 Grad Minimum haben. Die Halle hier ist Gott sei Dank beheizt. Und dass es vor allem nicht nass ist. Gerade weil es ja draußen regnet, habe ich das jetzt vorher noch mal ein bisschen abgeblosen. Und dann nehmen wir mal unseren Surface Cleaner, der auch im Lieferumfang enthalten ist, und tue jetzt noch mal den Untergrund ordentlich reinige, damit wir eine saubere Haftung später haben vom Klebeband. Der mittlere Steg hier lassen wir dran, weil der tatsächlich zum Kühlerpaket mit dazugehört und stört uns aber auch nicht groß. So, jetzt könnt ihr hier euch schon mal dran orientieren, wie der Verlauf sein soll. Das ist soweit okay. Und dann ziehen wir das die Schutzfolie vom Klebeband ein kleines Stück ab und fange an mit dem Verkleben. Auch hier bitte darauf achten, dass ihr relativ genau eure Klebeposition habt. Denn wir haben zwar ein kleines Fenster zum Korrigieren, aber wenn es bappt, dann bappt es. Dadurch, dass das Material auch schön flexibel ist, können wir es sehr gut an der Rundung entlang ziehen. Hier ist natürlich auch sehr schön, hier hat der Stoßfänger eine leichte Kante drin, die dient halt super zur Orientierung. So,
So, jetzt brauchen wir hier einen Übergang. Wir haben natürlich mehrere Möglichkeiten. Ihr könnt das Ganze auch gestalterisch frei überlassen, dass man hier einfach einen Cut macht und wie so eine Art Flaps hier vorne generiert. Aber wir ziehen es einmal komplett über die ganze Länge. Wichtig hier auch jetzt am Übergang, versucht das Ganze spannungsfrei anzudrücken, damit euch später das Ganze nicht runterzieht. So, und schon sind wir am Ende angekommen. Jetzt können wir es gerade mit dem Cutmesser schön bündig abschneiden. Versuchen wir die Radlaufkante hier mitzunehmen, dann fangen wir hier von oben an. Jetzt kann ich hier den Schnitt ordentlich setzen. Okay, voilà. Und auch hier jetzt, nachdem man es grob fixiert hat, einmal ordentlich Draht drücken. Der Hersteller sagt hier ca. 20 Kilo Anpressdruck. Gehen wir jetzt nochmal die komplette Fläche nach. Im besten Fall lasst ihr das natürlich auch über Nacht mal ordentlich dran kleben. Dann kann sich die Klebekraft vollkommen entfalten und dann steht dem Spaß nichts mehr im Wege. Ganz klarer Vorteil ist natürlich auch, angenommen ihr fahrt jetzt an einem Bordstein dran. Dadurch, dass das flexibel ist, legt sich das um und schützt sogar euren Stoßfänger. Finde ich eine sehr coole Sache. Ich zeige euch jetzt gleich noch, was es mit den Haltern auf sich hat, wie man hier das Ganze nochmal optimieren kann. Jetzt habe ich hier unsere Halter. Ich zeige euch mal von der Grundposition her, wie das gedacht ist. Wenn ihr jetzt hier von der Seite euch das anschaut, sehen wir, wie hier dann dementsprechend die Fixierung stattfindet. Einmal hier ohne, da ist dann wirklich sehr, sehr gut zu sehen. So kann man das Ganze nochmal stabilisieren. Bei dem Fahrzeug nehme ich sie jetzt gerade hier für die Außenpunkte. Wie ihr sehen könnt, hier haben wir einen kleinen Luftspalt und den tue ich damit jetzt quasi verringern, weil wir hier einfach dann die Fixierung haben und das Material hat dann auch hier seine Steifigkeit. Ihr werdet auch sehen, mit der Zeit wird sich das Material auch noch etwas entspannen und dann auch anlegen. Einfach, wenn es von der Temperatur natürlich etwas geschmeidiger wird und dann sieht es später schön stimmig aus. Das Ganze mache ich jetzt noch auf der anderen Seite. So, und das war's schon. Komplett easy going, die ganze Sache. Ich würde sagen, super geiler Effekt. Und wie gesagt, ihr habt hier einen Riesenspielraum, wie ihr das Ganze gestalterisch ausüben könnt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich über ein Like freuen. Teilt es gerne in die Welt hinaus und schreibt doch mal in die Kommentare, wie euch die Lösung mit unserer Easy-to-Tune-Lippe gefällt. Dann könnt ihr euch jetzt gleich im Anschluss das Ganze nochmal im Carbon im Detail anschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, ciao!